Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar, unter hohen Priester und Pharisäerdiener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen, und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: dass das Wort erfüllet würde, welches er sagte. Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Strecke dein Schwert
mein Vater gegeben hat, den Kelch, wie mir mein Vater gegeben hat. Thank you.
Aber folgete Jesu nach und ein anderer Jünger. Ich wurde leer, gleichfalls mit freudigen Schritten.
selbige Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrum: Bist du nicht dieses Menschenjünger Heiland? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesu um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor dir Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in den Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweiset, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du Thank you.
zu ihm. Bist du nicht seine Lüge, heil, bist du nicht seine Lüge, heil. Aber und sprach, ich bin's nicht, spricht des hohen Priesters Knecht, einer, ein Gefreunter, des dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm. Da verleugnete Petrus abermal und alsobald krähte der Hahn. Dachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und weinete bitterlich und God.
führten sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus, und es war frühe, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: antwortete: Bin ich ein Jude, dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich von dieser Welt. Meine Diener werden darauf kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein nicht von dannen. Amen.
uns zu viel. So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeigen soll. Wahrheit ist, er höre meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch eine Nuss gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Juden Königus gebe? Da spielten sie wieder allesamt und sprachen: Ich wisse, wisse nicht, ich wisse, sonst sein Vater, ich wisse, sonst sein Vater, Vater. Barabbas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und gab
Knechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: eine Dornenkrone und Purpur.
und er sprach zu ihnen: Siehet, welch ein Mensch! Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen:
sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er sprich zu den Juden: Siehet, das ist euer König. Sie spielen aber. Liebe Dank des Glaubens, Friede.
lange Worte ziehen. Weil die angefochten Seelen, ihr angefochten Seelen heilt, ihr angefochten Seelen heilt, heilt, heilt ihr angefochten Seelen, ihr angefochten Seelen, geht aus euren andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz, und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden. Diese Überschrift lasen viel Juden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.
Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten wir Teile, einem jeglichen Kriegesknechte ein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenähet, von oben an gewirket durch und durch. Da sprachen sie untereinander, die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria Kleophas und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seinem Sohn.
darnach, als Jesus wusste, da schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, sprich. Da stund ein Gefäße voll Essigs, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hisopen und hielten es ihm Tag zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hat,
des Judas singt mit Bohn. Der Held aus Judas singt mit Bohn. Der Held aus Judas singt mit Bohn. Und schließt ihn an, und schließt ihn an, und schließt ihn an. Der Held aus Judas singt mit Bohn. Thank you.
Herzen zwar nie zagen, o Schmerze zwar nie zagen, doch bleibest du das Haupt, das Haupt. Auf uns bringst, doch neigest du das Haupt uns bringst, wir schweigen zu. Ja, ja, doch neigest du das Haupt. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und stunden auf viele Leiber der Heiligen. Sonne
Juden aber die weiteste Rüstung war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über, denn desselbigen Sabbatstag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine und dem Andern, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und also bald ging Blut und Wasser heraus, und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr, und dasselbige weiß, dass die Wahrheit saget, auf das glaubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Es war aber an der Stätte, da gekreuziget ward, ein
es niemand je gelegen war. Da selbst hinlegten sie Jesum, und des Rüstags willen der Juden, die weil das Gott